Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich ein Plugin vorstellen, und zwar Liquid Rescale. Hier steht es ja, bilderstörungsarm vergrößern. Unter GIMP 2.10 natürlich. Ich habe da so ein bisschen was geschrieben. Dank eines speziellen Algorithmus unterscheidet das Plugin Liquid Rescale wichtige von unwichtigen Inhalten eines Bildes. Das Plugin zieht nur Teile eines Fotos in die Länge, und zwar nur zieht nur Teile, und zwar nur unwichtige Teile, also so, dass dieses unauffällig möglich ist. Ja. Und hier habe ich einen Link zu dem Plugin dazugegeben. Da findet ihr für Windows, für Mac OS X und natürlich für Linux Angaben und Downloads. Und hier für die beiden Fotos, die ich benutze. Ich mache das mal zu. Und jetzt bin ich hier gelandet in GIMP 2.10. Und ich habe jetzt hier einmal einen Strand und einmal eine Frau gerichtet vor einem Feld, Hintergrund, Natur und so weiter. Und ja, also ich möchte jetzt dieses Foto mit Liquid Rescale von 1920, was es hat, schauen wir mal, mal 1285 auf die Größe 2350 mal 1285 skalieren, ohne, wie gesagt, oder störungsarm eben vergrößern. Dazu gehen wir auf Ebene, und hier bei Ebene, Unterebenen, findet ihr Liquid Rescale. Und hier, das geht ganz einfach, indem man sagt, okay, ich kann jetzt hier einfach eingeben, 2350 habe ich, glaube ich, gesagt, ja. Und jetzt, wenn ich auf OK gehe, berechnet der Algorithmus das Foto so, dass praktisch so gut wie es geht, keine Geschichten hier oder nichts aus dem Bild verloren geht oder dass man den Eindruck hat, es ist verzerrt. Ja. Was mache ich jetzt? Bringe ich es mal nochmal in die Mitte hier so ein bisschen. Und wenn ich jetzt zurückgehe, seht ihr das, hat er hier einfach über dieses Plugin oder hat GIMP über dieses Plugin eben dieses Foto so verändert, dass es einem gar nicht auffällt, dass das mal anders war. Bei zum Beispiel dieser Person hier, also einem Vordergrund, ist es ein bisschen schwieriger, ein Bild größer zu machen und verzerrungsarm sozusagen, störungsarm zu vergrößern in der Breite. Da man diese Person im Grunde genommen auch mitstreckt, ja, und das möchte ich nicht. Und deshalb gibt es da hier eine Möglichkeit, das zu machen. Schauen wir mal, wie groß das Bild hier ist. 1000 mache ich wieder auf 2320 das Foto, ja, in der Breite. Jetzt rufe ich über Ebene Liquid Rescale auf, gehe hier auf Feature, und das kann ich nicht aussprechen, Mask, ja, auf Neu. Und jetzt kommt hier ein Fensterchen, und hier haben wir eine Farbe, die Liquid Rescale macht. Und jetzt erstellen wir einfach mit dem Pinsel hier eine Maske, ja. Und ich weiß jetzt nicht, wo das hingekommen ist, das Fensterchen. Ist nach hinten gerutscht vielleicht. Schauen wir mal, das werden wir dann sehen. Nicht? Und so müssen wir dann, mache ich mal hier, die Kanten sind relativ weich hier durch diesen Pinsel. Vielleicht gehe ich mal auf eine 0,75er Pinselspitze. Da ist das Ganze ein bisschen härter hier. Und ja. So, hier hinein, zack, hier hinein. Und so können wir dann eine Maske erstellen. Ich hoffe, ich finde gleich das Fensterchen wieder, aber müsste gehen. Und so können wir dann hier praktisch durch dieses Verfahren der Maskierung verhindern, dass die Person also von dem Programm berücksichtigt wird beim Strecken auf eine andere Länge. Ja, könnte man das noch so ein bisschen reinscrollen, größer machen, kleiner machen und so weiter. Ich mache das mal so, hier so. Schauen wir mal. Und so, gucken wir mal hier ein bisschen, hier darüber. So, mache ich das. Und gut ist, jetzt müsste man dieses Fensterchen finden. Ich hoffe, dass ich es finde. Da ist es. Ja, und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann ist die Maske hier erstellt, dann erscheint das große Fenster wieder, und jetzt mache ich 2350, habe ich gesagt, mal 1280 und bestätige mit OK. Und jetzt ist durch die Maskierung die Frau hier ausgespart worden,
Und jetzt kann man hier einfach sehen, wie sich das Ganze hier vergrößert hat, ohne dass es zu einer Verzerrung der Person gekommen ist. Ja, durch diese Maskierung. Okay. Gut, das war es im Grunde genommen schon. Ja, kann ich nochmal zurücknehmen hier, dann seht ihr das. Liquid Rescale, eins der besten Plugins, zumindest wird so gehandelt. Und ja, also ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, benutzt dieses Plugin und maskiert eure Geschichten, wie auch immer. Herzlichen Dank fürs Schauen, ja, für die neuen Menschen, die hergefunden haben. Gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Herzlichen Dank fürs Schauen, ja, nochmal und bis zum nächsten Mal.